Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video zum Mi Fit Band 7 Pro. Ich habe da ja schon ein Hardware-Video gemacht. Wie gesagt, ich bin immer noch beim Test. Mein endgültiges Fazit habe ich noch nicht gemacht. Ich bin immer noch am Testen. Ich habe aber jetzt noch was rausgefunden. Ihr wisst ja, dass mein Mi Fit Band auf Chinesisch war. Die App ist deutsch, das ist Chinesisch. Jetzt ist das in Englisch. Also Deutsch geht nicht. Achso, doch da unten. So. Ich zoome mal ran. Also Deutsch funktioniert nicht, aber Englisch können wir machen. Damit ist uns doch schon mal was geholfen. Da können wir da schon mal ein bisschen mehr zurecht als mit chinesischen Schriftzeichen, würde ich sagen. System. Pin, App, hier haben wir das App Layout. Wir können jetzt das App Layout hier auch mal. Dann könnt ihr nämlich so, das sind so die Apps, die drauf sind. Dann kann man die halt so durchscrollen. Da steht dann halt auch immer ein Name dazu. AirPlay, Alipay meine ich. Ja, das ist dann alles. So, was ich noch rausgefunden habe, ist, wenn man das gedrückt hat, kann man hier die verschiedenen Skins durchwechseln, weil auf dem Fitband sind ein paar Skins schon vorinstalliert, festgespeichert. Man kann sich natürlich welche runterladen auch noch, aber ein paar sind auch festgespeichert. So, und auch hier, wie ihr seht, Statistik, alles in Englisch. Und das misst so ja mein Puls wirklich, das Band. Können wir hier mal zeigen. So, 98. So, Sauerstoff im Blut, Atemtraining, Stressfaktor, Temperatur und ja, wenn ich schlafen würde, halt Überwachung. Der überwacht die REM-Phasen. Ist auch ganz cool gemacht. So, aber wie könnt ihr das jetzt machen? Darum geht es ja hier eigentlich Hauptsache in dem Video. Wie gesagt, um das Mi Fit Band in Deutschland nutzen zu können, braucht ihr die Mi Fitness App. Das ist die hier unten mit dem Kreis. Mi Fitness. Die braucht ihr. Die könnt ihr ganz normal im Play Store runterladen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das ist wichtig, weil mit dieser alten App, die früher dieses Herz hatte, die heißt jetzt Z Plus oder wie heißt die jetzt? Zepp Live. Das ist die neue. Mit der funktioniert es nicht. Da könnt ihr euer Fitband nicht verknüpfen mit. Ihr braucht halt Mi Fitness. Da geht ihr rauf. Ein Gerät und dann könnt ihr hier um Plus und Gerät hinzufügen. Aber ihr müsst aufpassen, bevor ihr euer Gerät hinzufügt, geht ihr auf Profil, also unten rechts hier auf Profil. Dann geht ihr ein Stück weiter runter. Wo haben wir denn jetzt? Die Version, hier Einstellungen. Ist der 1, 2, 3, 4, vierte Punkt von unten. Da geht ihr rauf. Und da habt ihr Profilcharakter. Zeige den Profilcharakter. Da können wir hier auch ausmachen. Dann kann ich euch zeigen, dass da was passiert. Und Region müsst ihr auf China machen. Es klingt komisch, aber es ist so. Mit allen anderen Regionen könnt ihr das Mi Fit Band 7 Pro nicht finden. Da ist eine Geoblocking Sperre drin. Also die funktioniert nur, wenn ihr die App auf Chinesisch umstellt. Ihr bleibt trotzdem auf Deutsch, seht ihr ja. So, wartet. So, und jetzt haben wir hier praktisch diesen Charakter halt raus. Aber ich fand das eigentlich ganz lustig mit dem. Deswegen machen wir den einfach mal wieder rein.
So. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, da ist der Charakter wieder da. Was cool wäre, wenn man sich den Charakter noch anpassen könnte. Ja, das wäre cool, wenn man da raufklicken könnte und sagen könnte, hey, vom Style passt das nicht. Ich will halt, dass er ein Totenkopf-T-Shirt anhat, eine schwarze Hose, schwarze Socken, schwarze Schuhe, irgendwas. Ja, also man muss ja nicht direkt Schuhe, aber halt, dass man wenigstens nicht so farbenfroh obenrum angezogen ist. Würde mir persönlich mehr gefallen. Aber egal, das steht auf einem ganz anderen Blatt. So, und schon habt ihr praktisch die App in Deutsch, Region Chinesisch, und dann geht ihr halt auf Geräte und dann oben. Und dann findet der das Fitband automatisch. Ihr braucht nichts weiter machen, braucht nur warten, der sucht dann und dann seid ihr damit gekoppelt. Aber wenn ihr das gemacht habt, dann ist das Mi Fitband zwar in eurem Handy, die App ist deutsch, das Mi Fitband ist auf Chinesisch. Um das ändern zu können, da müsst ihr dann auf euer Telefon in die, am besten die Fitness-App, also die Mi Fit-App offen lassen. Und dann geht ihr hier rein und dann sucht ihr Sprache. So. Diese Einstellungen für Untertitel werden nicht von allen. Nee, das ist das mit Untertiteln. Sprache und Eingabe. Hier. Ich glaube, hier war das. Also hier müsst ihr dann halt, ihr müsst euer Telefon praktisch in Englisch machen. United States habe ich genommen. United States. Da. Und dann ist euer Telefon, wie ihr seht, jetzt bei mir ja auch, Language. Steht dann da United States. Und das lasst ihr einfach offen. Geht dann in eure, wie gesagt, nicht wegmachen, offen lassen, sonst findet er da nicht so schnell wieder hin. Geht in die Mi Fitness App, oder wir können es ja dann einfach mal spaßeshalber mal mit Englisch United Kingdom machen. So, dann gehen wir in die Mi Fitness App. Wir gehen auf Gerät. Jetzt steht hier natürlich Device. Also nicht wundern, die Mi Fitness App ist jetzt auf Englisch, weil ihr die Sprache vom System ja geändert habt. Ja, also nicht wundern. Dann einfach zwei, dreimal synchronisieren drücken, weil bei mir war es beim ersten Mal nicht drinne. So. Und dann guckt ihr auf eurem Gerät, ob alles in Englisch ist. Um, ob alles schicki aussieht. Wie gesagt, ich habe ja jetzt schon Englisch, aber so macht ihr das auf Englisch. Und sobald das auf Englisch ist, euer Mi Fit Band, bleibt ihr am besten in der App drinne, drückt wieder zurück auf Settings, Language und Deutsch. Jetzt ist wieder euer Gerät in Deutsch, Sprache, Sprachen, Sprache und Eingabe, und geht da wieder auf. So, das Handy braucht jetzt kurz, zack. Geht wieder in die Mi Fitness App. Und jetzt steht wieder hier Geräte. Und jetzt synchronisiert er weiter oder wieder. Und alles, jetzt ist komplett egal. Ihr habt sie jetzt auf Englisch umgestellt. Der geht jetzt nicht automatisch wieder in den chinesischen Modus oder so rein. Da braucht er keine Angst haben. Da passiert nichts. Also ihr könnt jetzt weiterhin synchronisieren, so oft wie ihr wollt, mit eurem Mi Fitband, und es bleibt trotzdem auf Englisch. Und irgendwann, wenn wir Glück haben, kommt es halt auch nach Deutschland. Und dann haben wir es in Deutschland auch und können dann halt die deutsche App versuchen, ob wir die benutzen können. Und hier App Layout, App Sortierung. Hier haben wir die App Sortierung dann, dass wir uns dann halt
selber hier die sortieren können und das hier vielleicht für den deutschen Markt hier so ein paar Alipay und WeChat und sowas halt verschwindet und dann halt neue Sachen reinkommen. Ja? Hier könnt ihr das auch anordnen, wie ihr haben wollt. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel Workout, Activity. Na, hier ist es aber noch nicht in Deutsch. Das stand doch letztens auch noch in Deutsch da. Oder irre ich mich da? App-Sortierung. Ja, da muss ich mich auch. Jedenfalls könnt ihr denn das alles so anpassen, wie ihr wollt, und die wichtigsten Sachen halt nach vorne packen und die unwichtigen Sachen nach hinten. Hier Running. Ja, könnt ihr dann halt auch so hin und her tauschen und dann einfach mit der Uhr gucken. So, was hat er gesagt? Was ist Running? Running ist 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Das ist halt für die Sauerstoffzufuhr. Nee. Jo, wird nicht hin. Ach, bin doof. Das ist das Falsche. Das sind die Apps, wie sie da angeordnet sind. App Layout. Widgets ist es. Wetter, genau. So ist es richtig. Hier könnt ihr dann halt drin packen, was ihr wollt. Ihr könnt halt auch Sachen rausschmeißen. Ich habe den WeChat, den Wecker, Ereignisse, Airplay-Karten, das MIAI habe ich rausgeballert. Ich habe halt hier nur so ein paar Sachen drin, Puls und so was alles. Da bin ich aber noch am Rumtesten. Ja, das ist noch nicht so final. So. Ich hoffe, das kurze Erklärvideo konnte euch ein bisschen helfen, wenn ihr Fragen habt zum Mi Fit Band 7 Pro. Mensch, in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch die Fragen zu beantworten. Wie gesagt, ich habe die jetzt schon ein paar Mal aktualisiert. Ich habe auch schon ein Update gehabt und so. Sie bleibt trotzdem auf Englisch. Also da braucht ihr keine Sorge machen. Ihr könnt trotzdem Updates ziehen. Auch, wie gesagt, auch über die App hier. Mi Fit und auch noch schnell am Rande schnell erklärt, Gerät und aktualisieren. So, ich bin jetzt auf 1.2.5.0. Ja, die aktuellste Version sagt er mir natürlich ist vorhanden. Ja, die habe ich jetzt schon drauf. Die habe ich aber erst vor 2 Tagen oder so habe ich das Update gemacht. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Da muss ich auch mal gucken, dass es da vielleicht Update-Benachrichtigungen gibt, dass es hier eine Benachrichtigung gibt. Hey, du, ich habe ein Update. So, nichtsdestotrotz, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß mit eurem Entschuldigung. Mi Fit Band 7 Pro. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.